Ich freue mich auch, dass das jetzt hier so gut klappt und dass wir hier in diesem Raum zusammen sind und Fragen austauschen können. Und mein Name ist Jan Rupp, ich leite hier die Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am UKSH Campus Lübeck. Und ja, habe die letzten 3 Wochen, 3 Monate eigentlich nichts anderes gemacht, als mich um Covid zu beschäftigen. Es ist sonst auch nicht meine Hauptaufgabe, muss ich ehrlicherweise sagen. Und hoffe, dass wir hier gerade auch so ein bisschen, was den Personenkreis angeht, hier dazu beitragen können, so ein paar vielleicht Unklarheiten aufzuklären oder ein bisschen Sicherheit zu schaffen. Das wäre so das, was aus meiner Sicht ein gutes Ziel wäre. Genau. Das ist genau, sagen wir mal, jetzt ja der Punkt. Wir waren alle, wahrscheinlich alle von uns, in Selbstisolation in den letzten Wochen, Monaten. Und jetzt mit diesen ganzen Lockerungen stellt sich für uns die Frage, welche Risiken gibt es draußen? Was können wir riskieren oder was riskieren wir? Und das ist, glaube ich, jetzt im Moment das, was uns so bewegt. Also nicht mehr so unbedingt, was passiert, wenn wir uns infizieren würden. Damit haben wir uns lange beschäftigt in den letzten Wochen, Monaten. Aber jetzt, letztendlich, wo man merkt, dass jeder rausgeht und jeder das Leben wieder zurückhaben will, stehen wir, also das kann ich aus meiner Sicht sagen, unter einem ziemlichen Druck, auch wieder am normalen Leben teilzunehmen. Und dann ergeben sich halt Fragen, was ist okay, was kann man machen? Und ich würde vielleicht einmal anfangen mit Fragen, die ich zugeschickt bekommen habe. Einmal von Regina Diekmann zum Beispiel. Sie schreibt, ich arbeite in der Zentrale eines Energieunternehmens und achte sehr darauf, nachdem ich nach 8 Wochen Krankschreibung, aber nicht wegen Corona und Urlaub in dieser Woche wieder angefangen habe zu arbeiten, dass die Kolleginnen den Mindestabstand zu mir einhalten. Untereinander halten sie ihn nämlich nicht ein. Und daher habe ich das Gefühl, als wenn ich übervorsichtig, als ob ich, wenn ich für übervorsichtig gehalten werde und vielleicht sogar belächelt werde. Und die Frage ist, verhalte ich mich angemessen oder bin ich zu vorsichtig? Also, das ist eine ganz wichtige Frage, weil das natürlich aktuell das eine, was eigentlich, glaube ich, in den letzten Wochen klar wurde, was schon schützt, nämlich Abstand halten und die klassischen Hygieneregeln einzuhalten, dass die natürlich jetzt, wo wir ein sehr niedriges Infektionsgeschehen haben, auf einmal nicht mehr so ganz eingehalten werden und auch vielleicht gar nicht mehr so plausibel erscheinen. Wir sind ja erstaunlicherweise, vergessen ja ganz schnell Dinge, die auch ganz gut funktioniert haben. Und dann hilft es auch manchmal, wie zum Beispiel heute Morgen, einfach in die Zeitung zu gucken und zu sehen, dass in Niedersachsen beim Restaurantbesuch jetzt doch wieder ein kleinerer Ausbruch stattgefunden hat. Das ist jetzt nicht, um Sorge zu machen, sondern es ist einfach nur, um zu sagen, genau, da geht es darum, jetzt zu gucken, hatten die den Abstand eingehalten? Gab es da nicht nur Vorgaben, sondern sind die Vorgaben halt am Ende auch umgesetzt worden? Und das ist das, was Frau Diekmann ja hier anspricht. Es gibt ja wahrscheinlich diese Vorgaben auch in diesem Unternehmen, dass man diesen Abstand hält. Es gibt aber offenbar nicht alle, die sich daran halten. Und nur weil man jetzt sozusagen sich dann aus, nicht nur aus eigenem Interesse, sondern weil es die eigene Gesundheit vielleicht auch gebietet, davon abhängig ist, dass man diesen Abstand jetzt vielleicht auch einhält und andere das mittragen, sollte nicht zu dem Gefühl führen, dass man da was falsch macht. Ich bin ganz dabei zu sagen, es wäre eher Aufgabe des Unternehmens, dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter sich da jetzt daran halten, weil viel mehr Schutz, gerade in der aktuellen Situation, haben wir eigentlich nicht, als zu versuchen, möglichst normal wieder Arbeitsbetrieb aufzunehmen und zugleich die Mindestanforderungen in der Hygiene und im Abstand einzuhalten, weil dann das Infektionsrisiko, sollte mal ein Fall wirklich auftreten, definitiv kleiner ist und geringer ist. Gut. Regina, möchtest du dazu noch? Ja. Ja, Herr Dr. Rupp, es ist so, bei uns gibt es ja im Unternehmen einen Planungsstab. Der hat sich am Anfang sehr häufig getroffen. Jetzt sind die Abstände etwas größer geworden. Aber auf dem Weg zur Küche komme ich an einem Besprechungsraum vorbei. Und da sitzt der externe Besucher gegenüber von 2 Kollegen. Und die beiden Kollegen sitzen, ohne dass da ein Stuhl dazwischen ist, nebeneinander. Und der eine davon ist sogar in dem Planungsstab. So, und dann ist das so, dass bei uns im Hause die Stufe 3 besteht.
Stufe 3, Hygiene, Mindestabstand und so weiter. Sehe aber Kollegen nebeneinander bei mir in der Zentrale vorbeigehen, um dann zum Rauchen zu gehen. Und das sind so Beobachtungen, die mich dann doch sehr beunruhigt haben. Das kann ich gut nachvollziehen. Und ich muss Ihnen sagen, ich meine, wir sind ja hier unter uns, im Krankenhaus ist das nicht viel anders. Das heißt, wir haben hier auch für alle Mitarbeiter extrem strenge Vorgaben gemacht. Aber die Schwierigkeit liegt daran, dass das jeder 8 Stunden am Tag durchhält und sich selber daran erinnert, dass er das auch tun muss. Und ich kann, das ist jetzt gut gegangen, vor 2 Wochen hatten wir den Fall, dass ein Patient hier kam und sagte, er möchte keinen Mundschutz aufziehen und er wolle auch nicht, weil er könne nicht verstehen, die Schwestern, dass die den Mundschutz auch nicht aufhaben. So, da war die Schwester natürlich erstmal unsicher, weil sie gesagt hat, naja, ich will dem Patienten gegenüber auch irgendwie dem Rechnung tragen. Und wir haben gesagt, nein, wir können das nicht machen. Wenn der Patient den Mundschutz, es gibt medizinische Gründe, warum man Mundschutz nicht tragen kann, das ist ein anderes Thema. Der wollte aber schlichtweg keinen Mundschutz tragen, dann dürfte er eigentlich nicht ins Krankenhaus. Punkt. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert, um nur die Dramatik klar zu machen. Das heißt, wir tolerieren mittlerweile schon wieder Dinge, die wir eigentlich nicht tolerieren wollten, wissen aber, dass wenn wir das tun, natürlicherweise auch, wie Sie es beschreiben, in diesem Aufenthaltsraum nachher, wenn jemand erkrankt ist, die anderen 3 oder die anderen 2 ebenfalls erkranken. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis mehr, sondern die haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten gemacht. Und deshalb ist es schon so, dass jetzt der mühsame Part beginnt, zu sagen, jetzt haben wir eine Lockerung, aber die Lockerung funktioniert wahrscheinlich nur effizient, wenn dieser diese Regularien, die wir als Mindest notwendig definiert haben, wenn die eingehalten werden. Und jetzt kommt der menschliche, die Dynamik wieder rein, dass man so denkt, naja, es ist doch gerade eh keiner krank, ist doch jetzt nicht mehr so schlimm oder man wird so ein bisschen sorgloser und dann werden wir aber auch größere Ausbrüche wieder haben, weil es praktisch dann ganz normal wieder so läuft, wie es halt auch im Februar, März war. Und deshalb glaube ich schon, gerade jetzt, das ist auch unsere Hauptaufgabe im Krankenhaus, wir müssen all diese Dinge immer sofort in irgendeiner Form so wieder kommunizieren, dass allen klar wird, im Moment geht das nicht so, wie wir das im Dezember und November noch gemacht haben, sondern es geht nur so, dass er dann in dem Raum entweder alle einen Mundschutz aufhabt oder halt die Abstandsregeln einhaltet. Und das sind halt die Hygienevorgaben. Und wenn die nicht umgesetzt werden, muss es auch eine Möglichkeit geben, diese dann sanktionieren. Klingt zu scharf, aber es muss Möglichkeiten geben, das nachzubessern und nachzujustieren, auf jeden Fall. Gut, vielen Dank. Vielleicht die nächste Frage geht so ein bisschen in die Richtung, aber es geht um die Physiotherapie. In der Praxis oder auch wenn jemand Physiotherapeuten nach Hause bekommt, hier ist ja der Sicherheitsabstand nicht einzuhalten. Man befindet sich in kleinen, geschlossenen Räumen und der Therapeut hat Kontakte zu vielen anderen Personen. Die Frage ist jetzt hier, was kann man selber tun, um das Risiko zu minimieren? Das Gleiche gilt natürlich auch ein bisschen für Arztpraxen oder überhaupt Krankenhausaufenthalte. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das hat natürlich auch, sagen wir es mal so, der Physiotherapeut oder auch der Friseur, ne? Der ist auch derjenige, der sozusagen dann eng beieinander ist. Beim Physiotherapeut ist der körperliche Kontakt noch deutlich größer und die Abstände sind auf keinen Fall einzuhalten und auch die Dauer ist meistens länger als diese vorgegebenen 15 Minuten, die man immer so als ein bisschen sicher ansieht. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, ich meine, der ist Ihnen wahrscheinlich allen geläufig, aber der ist auch im Alltag nicht ganz so einfach umzusetzen aktuell, dass wir halt sagen, alle niedrigschwelligen Symptome von fühle mich nicht so, ich habe Husten, ich habe Fieber, sollten eigentlich bei dem Betroffenen dazu führen, dass er von seiner Tätigkeit momentan Abstand nimmt. So, das ist jetzt erstmal die Grundlage dessen, wie wir eigentlich argumentieren, weil es geht nachher auch in der Schule, das geht nachher um die Lehrer, es geht um ganz viel, aber dieses Grundprinzip hat sich aus meiner Sicht noch viel zu wenig in der Bevölkerung festgesetzt. Also im Sinne von, das, was wir ja so manchmal ein bisschen bei den Arbeitgebern gesagt haben, naja, die machen zu schnell krank, das gibt es eigentlich momentan nicht. Lieber ist der eine mal häufiger zu Hause und macht krank, anstatt wir sind alle wieder zu Hause, weil wir nicht arbeiten können, weil halt wieder dieser Ausbruch so groß wird. Also das heißt, ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig und daran sollten natürlich auch sich die Praxen und die Ärzte selber und die Physiotherapeuten halten. So viel mal zum guten Willen und zu dem Grundgedanken, der dahinter steckt. Nun sind natürlich Physiotherapeuten welche, die viel Kontakt auch zu verschiedenen Leuten haben, weshalb die Sache wieder gefährlicher wird an sich. Und das haben wir im Krankenhaus natürlich auch die ganze Zeit, weshalb bei uns seit einiger Zeit halt eigentlich diese Art von Kontakte nur stattfinden können, wenn auf beiden Seiten ein normaler chirurgischer Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Kommen wir gleich dazu, ob das jetzt mehr sein müsste als ein chirurgischer Mund-Nasen-Schutz oder nicht.
Aber Grundvoraussetzung ist, wie gesagt, erstmal, dass beide Seiten keine Symptome zeigen. Deswegen habe ich so ein bisschen ausgeholt. Würde nämlich in irgendeiner Form jemand Symptome zeigen, dann dürfte diese Art von Kontakt, dieser enge Kontakt, bei uns zumindest im Krankenhaus momentan nicht stattfinden. Das ist so eine Sache, die man sich nochmal klar machen muss. Das heißt, jeder, der zu uns eigentlich ins Krankenhaus kommt, soll, auch das gelingt häufig nicht zu 100%, aber soll vorher angerufen werden und gefragt werden, gibt es Symptome oder gibt es keine Symptome. Das ist ein Riesenaufwand. Und sobald jemand sagt, ich habe Symptome, muss ein Arzt entscheiden, ob das Symptome sind, die mit der Grunderkrankung möglicherweise zusammenhängen und gar nichts mit Covid zu tun haben. Oder ob wir sagen, wir können erst dann Kontakt aufnehmen, wenn wir einen negativen Test haben. Das sage ich Ihnen mal nur so zum Drumherum, dass quasi ein Riesenaufwand ist, genau diese Geschichte sehr ernst zu nehmen, dass man, wenn man will, dass dieser Kontakt stattfindet, weil er sehr eng ist, weil er sein muss, dass man dann von beiden Seiten eine sehr klare Aussage haben muss, findet das in einem gesunden Zustand statt oder nicht. Und wenn das nicht der Fall wäre, weil einer sagt, naja, ich habe gestern Abend ein bisschen Temperatur gehabt, dann dürfte man erstmal nicht diesen Kontakt haben, bis zum Ausschluss dessen, dass möglicherweise einer Covid hat. So viel zur Theorie. Wie mache ich es jetzt in der Praxis? Weil das ist ja viel schwieriger, wenn ich sage, ich habe meinen Termin morgen und ich kann natürlich meinen Physiotherapeuten immer direkt fragen, geht es denn gut und wie ist denn das? Das ist genau der Punkt. Es gibt halt eine gewisse Vertrauensbasis, dass der das für sich prüft und die Patienten und Patientinnen auf der anderen Seite für sich auch prüfen. Sollte ich eigentlich in die Praxis gehen oder lasse ich das lieber und lasse es abklären? Aber ohne diese Vertrauensbasis kriegen wir auch diese Nähe dann zukünftig nicht mehr hin. Und das heißt, wir hatten auch in Kiel vor ein paar Wochen einen Fall, da hat zum Beispiel der Patient verschwiegen, dass er Symptome hat und ist in die Ambulanz gegangen und wir hatten dann einen kleineren Ausbruch. Ich will deswegen sagen, es sind beide Seiten, die momentan extrem verantwortungsvoll damit umgehen müssen und bei Symptomen sich großzügig melden und sagen, und das sagt ja auch das RKI, lass dich jetzt testen und wenn das so ist, dann kann ich sozusagen möglicherweise im ganz kleinen Kreis diese Infektion wieder einfangen. Wenn ich jetzt regulär einmal die Woche einen Termin habe beim Physiotherapeuten, habe so wie in Lübeck jetzt gerade aktuell keine Fälle, dann reicht es aber auch auf Basis dessen, geht es den Leuten gut oder geht es ihnen nicht gut, mit den erforderlichen Maßnahmen, dass man beide eine Maske hat, dass man sich die Hände desinfiziert, dass man die normalen Hygieneregeln einhält, dass man diese Termine auch wieder wahrnimmt. Ich glaube aber, aus meiner Sicht, ist es sicherlich hilfreich, vorab auch mit der Praxis selber einmal, gerade in Ihrem Patientenkreis, zu sprechen, ob denn diese Regeln so, ob man sich da aufgehoben fühlt und ob diese Vertrauensbasis da ist. Ich glaube, das ist nicht zu übergriffig, sondern das kann man durchaus einmal machen. Gut, vielen Dank. Eine andere Sache geht so ein bisschen, dass wir, viele von uns haben ja auch Probleme mit der Atmung und die Masken, vor allem diese Stoffmasken, erschweren die Atmung. Daher fragt Conny Gliese fragt nach den Face Shields und die Sicherheit von diesen Face Shields. Ist das quasi eine Sicherheit? Wäre das eine Alternative statt Stoffmasken oder diesen OP-Masken? Also das Thema Masken und Face Shield ist ja ein echt schwieriges, muss man sagen, weil wenn man sich auch nochmal vor Augen führt, dass wir ja, ich übrigens auch lange Zeit dagegen waren, dass die Bevölkerung Mund-Nasen-Bedeckungen trägt. Über die Gründe kann man gerne nochmal kurz reden, aber dann ist natürlich der Schritt jetzt, dass alle eintragen sollen und geht das überhaupt oder gibt das Probleme? Ist gar nicht so einfach zu argumentieren. Also die Mund-Nasen-Bedeckung nochmal für alle, das wissen Sie aber wahrscheinlich auch, ist ja ohnehin kein richtiger Selbstschutz, sondern ist ja vor allem ein Schutz der anderen. Das heißt, das, was man darüber filtert, wenn sich jetzt jemand gegenüber befinden würde und einen anhustet, das ist relativ gering. Deswegen hat man ja diese verschiedenen Maskenstufen bis hin zur FFP3-Maske, wo das dann bis in 98%, 99% auch wirklich gefiltert wird. Die sind aber die Masken, mit denen man mit Abstand am schlechtesten atmen kann, weil da wirklich kaum mehr was durchgeht. Ja? Das heißt, für den öffentlichen Gebrauch sind ja nur eigentlich diese Mund-Nasen-Bedeckungen oder diese einfachen chirurgischen Mund-Nasen-Schütze, die man immer so sieht im OP. Die sind eigentlich okay, kann man auch nehmen, aber bieten ohnehin keinen hundertprozentigen Eigenschutz. Das muss man einfach durchweg so sagen. Dieser Face Shield, der soll eigentlich eher verhindern, dass in die Schleimhäute, in die Augen und so weiter
praktisch Partikel verbracht werden, Aerosol verbracht werden. Und das würde alleine, wenn man darunter den Mundbereich frei hat und die Atemwege, auch keinen ausreichenden Schutz dafür bieten, wenn man jetzt jemandem gegenübersteht oder in einem Raum ist, wo davor jemand gehustet hat und der nicht gelüftet ist, das würde das auch nicht verhindern. Ja, das muss man einfach schlichtweg so sagen. Und deshalb glaube ich, dass man, oder andersrum, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, warum haben wir es damals am Anfang nicht gewollt? Weil die Leute setzen das auf und hören auf, Abstand zu halten, hören auf, sich die Hände zu desinfizieren und glauben halt, die Maske schützt mich. Und im Gegenteil, wenn ich an dieser Maske die ganze Zeit rumarbeite, weil sie schräg sitzt oder weil ich halt irgendwo versuche, das nachzuadjustieren und habe meine Hände nicht gewaschen, dann verbringe ich möglicherweise eben genau diese Partikel in die Region, wo sie nicht hin sollen. Das heißt, mein Dafürhalten ist, dass natürlich die Mindestabstandsgeschichten wichtig sind, dass man nicht in diese Ansammlungen geht, momentan gerade als Risikogruppe, dass man möglicherweise, wenn man aber einkaufen geht, halt eben diese Mund-Nasen-Bedeckung trägt und das Face Shield würde dann auch keine zusätzliche Sicherheit bringen, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und dass man halt einfach dann mit Händedesinfektion vor allem danach auch versucht, nicht irgendwie was zu verschleppen, was man möglicherweise gar nicht primär im Gesicht hat. Gut, ja. Da sind jetzt zwischendurch Fragen im Chat, soll ich darauf auch eingehen, oder? Ja, vielleicht können wir gerade, weil Conny dazu was sagen wollte, zu Ihrer Frage, oder? Ja, genau. Also mir geht es ja hauptsächlich darum, ich kenne mehrere Leute, die extreme Schwierigkeiten haben zu atmen mit dem Mund-Nasen-Schutz. Und zum anderen habe ich mal Kontakt mit Gehörlosen, die auf dem Mund absolut angewiesen sind, weil sie dort gar nicht verstehen können. Und mir ist klar, dass so ein Face Shield also mindestens irgendwie deutlich über das Gesicht rausgehen muss. Aber ich aus meinem Denken vermute ich, dass er draußen im Außenbereich eigentlich ausreichend das schützen muss. Was Sie sagten, dass das drinnen ein Problem ist, wenn die Luft geschwängert ist mit Aerosolen. Das ist klar, dass das nicht ausreichend ist. Aber es ist draußen ausreichend. Wir haben so immer gesagt, dass es schnell verweht und trocknet. Wenn ich Sie jetzt richtig habe, nicht alles gut verstanden, aber wenn man draußen ist und hat ohnehin nicht diesen engen Kontakt, dann würde ich wirklich weder eine Maske, also die Maske kann man immer tragen, wenn man sie verträgt, aber wenn sie draußen sind, brauchen sie auch kein Face Shield. Also draußen ist ja zu definieren, wie meinen sie draußen, aber wenn sie draußen sind, sozusagen in der Natur oder auch beim Spaziergang oder irgendwas, dann ist das Risiko, dass selbst wenn einer vor ihnen da vorbeigelaufen ist und gehustet hat, dass sie sich damit anstecken, das ist wirklich vernichtend gering. Das ist klar, aber ich meine so in Einkauf, in einer Geschäftsstraße oder solche Sachen, wo ja doch die Menschen teilweise relativ dicht sind. Es gibt halt, es ist, also das eine ist, wie man sich sicher fühlt und das andere, ob es halt Untersuchungen dazu gibt, die einem wirklich zeigen, dass ein Face Shield halt eine ähnlich hohe Schutzfunktion hätte. Und vielleicht kriegen wir diese Daten, aber bisher liegen die halt einfach nicht vor und deswegen tun wir uns auch so schwer, das als Alternative, weil ja doch viele Alternativen mittlerweile zugelassen sind. Jeder näht sich das selber. Deswegen tut man sich halt so schwer zu sagen, daraus macht man jetzt ein Prinzip, weil man glaubt, da schützt man jetzt mehr davon. Weil dafür gibt es halt im Moment einfach wirklich zu wenig Daten. Und man muss auch sagen, dass halt einfach dieser subjektive Schutz, wenn man sich überlegt, wie Aerosole halt übertragen werden, und sie unten trotzdem eigentlich eine Möglichkeit, irgendwo muss die Luft ja herkommen, die sie nachher wieder einatmen, dass das halt einfach ein Tick also wenn da die Luft voll ist mit diesen Aerosolen, dann würde sie der Face Shield einfach nicht schützen, wenn sie aber den Abstand haben und praktisch auch der andere, darum geht es ja auch wieder, wenn der eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und die Aerosole gar nicht so rauskommen, dann ist der Schutz wieder deutlich höher. Ne? Genau. Jan, jetzt kannst du die Fragen im Chat lesen? Ja, genau. Vielleicht kannst du von da auch noch. Da war jetzt nochmal die Frage, ob es mit Masken auch so wichtig ist, den Mindestabstand einzuhalten. Die Maske soll ja eigentlich helfen, dass man auch eben über einen ganz kurzen Zeitraum mal, es geht ja auch nicht anders beim Einkaufen zum Beispiel, auch mal in Kontakt kommt mit anderen Leuten. Da ist man nicht 1,5 Meter auseinander. Das wird halt immer so sein.
Und da gibt es ja ganz gute Untersuchungen zu, deswegen gab es auch diese Grenze von 15 Minuten, dass man schon glaubt, dass durch diese Masken und wenn man kurz zusammen ist, aber nicht in engem Kontakt, dass dann praktisch die Übertragungswahrscheinlichkeit bei einem Positiven sehr, sehr, sehr gering ist. Das heißt, es würde schon helfen, in dem Fall eine Maske zu tragen. Und dann kann man auch diesen Mindestabstand einmal kurz unterschreiten, weil das eine ist Theorie immer, ja, es gibt ja so Leute, die haben sowas gebastelt, dass sie immer 1,5 Meter Platz haben. Aber das wird man ja irgendwo realistischerweise nicht einhalten können. Dann ist eine Frage zu Schule und der Tochter, die beatmet ist, die sie dann erstmal gerne zu Hause lassen möchte. Ich glaube, ja, ich würde denken, dass im Moment, wo die Schulöffnungen ja ohnehin nur sehr schleppend sind, dass das sicherlich nicht optimal ist, in so einer anfänglich noch nicht ganz kontrollierten Situation, in so einer Hochrisikosituation die Tochter wieder in die Schule zu schicken. Aber ich gebe auch offen zu, ich bin so ein bisschen Verfechter dafür, dass die Schulen doch jetzt auch wieder und auch zügig aufgemacht werden, weil ich glaube, die sind hinten runtergefallen aus meiner Sicht. Der Tourismus hat die Schulen überholt. Und es gibt zumindest für SARS-CoV-2 im Moment nicht die Evidenz, die wir die ganze Zeit hören, dass das die Hauptausbruchsgeschehen sozusagen sind, Schulen. Und das heißt, wir versuchen jetzt auch so ein bisschen die Landesregierung dahin zu bringen, dass sie viele, viele Tests in Schulen macht, um einfach schnell herauszufinden, welche Rolle spielen denn jetzt Kinder, gerade auch asymptomatische Kinder, für das Übertragungsrisiko, damit einfach auch mehr Sicherheit wieder entsteht, nicht nur bei den Lehrkräften, sondern insgesamt. Aber auch, dass die Kinder aus dieser Ecke rauskommen, dass sie jetzt hier diejenigen sind, die als Hauptüberträger für dieses, ich sage immer, die Kinder waren nicht in Ischgl Skifahren und das waren auch nicht die, die sozusagen in den Skifällen waren. Die haben es vielleicht auch mit zurückgebracht, aber zumindest die meisten, die wir hier hatten, und da bin ich auch mit den Kinderärzten eins, ist es so, dass da die Kinder sicherlich mit angesteckt wurden, aber die Übertragungen, das haben sie auch alles mitgekriegt in den Firmen und so weiter, das können auch Erwachsene ganz gut eigentlich. Ne? Von daher müssen wir da einfach gut unterscheiden, dass da nicht eine Gruppe jetzt ausgeschlossen wird. Gut, dann kommen jetzt hier etwas längere Fragen. Moment. Es geht um die Reha, weil eine neurologische Reha verschoben wurde. Also das sind ja so ein paar Dinge jetzt gerade in der Diskussion und da bin ich eigentlich auch dafür. Ich glaube, dass man gerade neurologische Reha-Maßnahmen auf jeden Fall versuchen muss, wieder sehr kontrolliert durchzuführen. Das kann bedeuten, dass man weniger Plätze hat. Das muss aber auch bedeuten, dass man alle, die in eine Reha gehen und alle Mitarbeiter, die dort arbeiten, regelmäßig testet, aus meiner Sicht. Das heißt, da gibt es ja jetzt auch Konzepte, dass man das wie in den Pflegeheimen auch versucht, jetzt dort einzuführen. Wie so immer, scheitert so ein bisschen dran. In der Regel haben diese Leute ja, wenn sie dorthin gehen, keine direkten Symptome für einen Infekt, gerade jetzt in der Jahreszeit. Und das Testen von Leuten, die keine Symptome haben, das zahlt momentan niemand. Die Kasse nicht, die Klinik nicht, niemand. So, das heißt, die Idee ist da, aber wie so häufig muss es jetzt umgesetzt werden. Und dann, glaube ich, hätten die in die Reha gehen und aber auch die Mitarbeiter, die ja häufig auch als Überträger von Covid gelten, eine viel höhere Sicherheit, dass da nichts passiert, indem man praktisch sowohl Mitarbeiter als auch Personen, die dort aufgenommen werden, in die Reha regelmäßig testet. Das, glaube ich, ist gerade jetzt, wo wir so niedriges Geschehen haben, ganz, ganz wichtig, damit es auch nicht da wieder losgeht. Eine Frage. Ja. Was ich mich frage, jetzt zum Beispiel Lübeck, die Zahlen sind ja ganz, also ich glaube, es gibt gar keine neuen Fälle in den letzten 1-2 Wochen, aber... Richtig, ja. Wo würdest du denn sagen, also oder wenn man das mal rückblickt in den letzten 2, 3, 4 Wochen, wo kamen denn die Fälle her? Wo ja. Hat man da einen Eindruck? Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil wenn man sich über die einzelnen Dinge jetzt unterhält, Masken und Testung und so, dann geht man immer davon aus, dass das Risiko immens hoch ist oder suggeriert so ein bisschen. Und im Moment ist es wirklich so, der letzte Fall liegt jetzt 1,5 Wochen zurück und der war bei uns auch in der Klinik, ein Patient. Und da dachten wir auch erst, wir können uns nicht erklären, wo kommt der aus dem Nichts jetzt auf einmal her. Ja? Und auch im Gespräch war nicht zunächst mit dem Patienten zu klären, wo er sich hätte anstecken können.
Und dann kam raus, dass er aber vor 14 Tagen Besuch aus Berlin hatte von seiner gesamten Familie. Und die hatten zum Teil Symptome. Jetzt sind wir wieder beim Grund, Grundproblem. Symptome, Punkt 1, Familienbesuch und nicht drüber nachdenken. So, das heißt, in dem Moment, als wir dann mit ihm gesagt haben, okay, sind denn die jetzt alle gesund? Nö, gerade die Tochter hatte so ein bisschen Husten und so weiter. Dann fragt man sich, was hat er die letzten 2,5 Monate denn getan? Man konnte doch dieser medialen Aufmerksamkeit gar nicht entgehen. Aber de facto ist es halt eben so, der menschliche Fehler in diesem ganzen System ist immens. Natürlich wollten die sich wieder sehen und natürlich war das vielleicht nur eine ganz banale grippale Infekt. Aber im Moment haben wir einfach, und das fällt zu schwer im Moment, die Leute müssen sich einfach mit dieser neuen Situation auseinandersetzen und sagen, gut, normalerweise hätten wir uns bei dieser leichten Grippe getroffen und jetzt tun wir es halt einfach nicht. So. Und wenn wir es nicht tun, dann wäre es natürlich gut, dass die Person, die diese grippalen Symptome hat, dann am nächsten Tag zum Hausarzt geht oder eine klare Anlaufstelle hat, wo sie sich testen lassen kann. Und dann wäre nichts passiert. Dann würde diese Person getestet werden. Möglicherweise werden 5, 6 andere Kontaktpersonen ebenfalls getestet. Und dann kann solche Sachen relativ rasch wieder eingedämmt werden. Wenn die aber erstmal Familienbesuch machen, dann nach einer Woche der nächste sich ansteckt, dann haben wir wieder diese Infektionsketten. Ja? Und wie gesagt, die neuesten Ausbrüche sind jetzt halt, und deswegen ist es auch wichtig, sich nochmal das reale Risiko vor Augen zu führen. Hat jeder mitgekriegt, das waren natürlich die Schlachthöfe. Das ist jetzt einmal dieses Restaurant. In Flensburg, Schleswig waren es auch fleischverarbeitende Betriebe, die jetzt nochmal einen kleineren Ausbruch hatten. Und in letzter Konsequenz sind es natürlich auch Bereiche, wo man sagt, da kommen Leute aus Regionen, wo wir momentan nicht wissen, wie da die Häufigkeiten sind von Infektionen. In Deutschland ist sie ja in den meisten Bundesländern jetzt sehr niedrig. Klar ist in Bayern und Baden-Württemberg noch ein bisschen höher und da gibt es noch so kleinere Hotspots. Aber generell sind ja auch die Reisewarnungen in Deutschland aufgehoben worden. Die gibt es ja nicht mehr. Trotzdem, am Ende bleibt alles dabei, Symptome oder Nicht-Symptome erstmal bei den Erwachsenen. Und bei Symptomen sollten weiterhin einfach von Besuchen Abstand genommen werden. Das ist so. Jetzt aber durch die breite Straße in Lübeck gehen oder in Schleswig-Holstein generell, hat ein extrem geringes Risiko. Das kommt nicht aus dem Nichts, diese Infektion, sondern sie hat in der Regel Infektionsketten. Und das sind entweder Zusammenkünfte von Leuten auf engem Raum, die ja weitestgehend vermieden worden sind, oder symptomatische, die momentan nicht abgeklärt wurden. Und vielleicht auch nochmal für diesen Kreis hier, wir machen hier im UKSH seit 2,5 Wochen, jeder Patient, der stationär zu uns kommt, kriegt einen Test, das sind campusübergreifend 350 Tests pro Tag und wir haben nicht einen einzig positiven gehabt. Ja, das heißt, wir haben, ich kann es nicht genau sagen, 3.000, 4.000 Tests gemacht bei allen Patienten, die stationär ins UKSH reinkommen, mit den unterschiedlichsten Symptomen aus dem Pflegeheim, gesund von zu Hause, mit Fieber, ohne Fieber, egal, zu einer Operation, für irgendeine Kontrolle und die sind alle komplett negativ. Ja, das heißt, deshalb, ich will auf der einen Seite dafür werben, dass sie die Sorge nicht zu groß haben und auf der anderen Seite, dass sie sich trotzdem sicher fühlen. Und ich glaube, wichtig ist einfach halt, dieses momentane Geschehen richtig einzuschätzen. Und wo sind jetzt ganz konkrete Problemzonen? Ja, vielleicht ist jetzt Travemünde zukünftig, wenn da ganz viele Touristen kommen, müssen wir abwarten, würde ich so sehen. Ne? Das heißt, im Juni, Juli, das weiß keiner so ganz genau, gibt es da dann wieder einzelne Fälle, die wir halt vielleicht nicht ganz genau erstmal verstehen, weil Leute aus anderen Bundesländern da waren, dass dann wieder 5, 6 Tage dauert, dann wird jemand symptomatisch, geht zum Arzt und sagt, oh, jetzt habe ich auf einmal wieder Covid. Das kann keiner ausschließen und das muss auch irgendwo die Bevölkerung mittlerweile so ein bisschen mit in das Kalkül mit reinnehmen. Auch das Restaurant in Niedersachsen schockt mich jetzt im Prinzip nicht, sondern ist einfach klar, dass dieses Virus einfach da ist und wenn Leute zusammen sind, auch wieder auftreten kann und sollte eher dazu führen, die Maßnahmen, die jetzt schon mehrmals genannt wurden, einfach konsequent umzusetzen. Vielen Dank. Birgit hat die Hand gehoben. Ich mache jetzt mal, genau. Birgit, du bist jetzt Franzi, kannst du Birgit freischalten? Ich muss sie erst mal finden. Das.
Nee. Also ein Hinweis, man kann sich selber, wenn man es am PC macht, sehr einfach freischalten, indem man die Leertaste festhält. Dann ist man kurzfristig freigeschaltet. Guter Tipp, Birgit, jetzt müsstest du reden können. Ja, ich habe die Hand nicht gehoben, aber ich habe trotzdem eine Frage. Aber ich glaube, das hat sich schon erübrigt. Also kann man sich über die Luft nicht anstecken, wenn man draußen spazieren geht? Oder? Wenn Sie draußen spazieren gehen und die Leute im Abstand von 1,5 bis 2 Metern an Ihnen vorbeilaufen, dann stecken Sie sich so nicht an. Okay. Ja. Es gibt hier Fragen zur FFP2-Maske im Rahmen einer Reha-Maßnahme, aber da Frau Stallenberger als Reha-Psychologin, die FFP2-Maske, wie gesagt, die setzen wir aktuell im Krankenhaus nur ein, wenn wir Personen haben, von denen wir wissen, dass sie Covid-positiv sind. Wir setzen die in keinem Bereich ein, wo praktisch normale Patientenversorgung stattfindet, sei es jetzt bei Visiten, sei es bei pflegerischen Maßnahmen, bei Leuten, die keine bewiesene Covid-Erkrankung haben. Das heißt, es ist ein ganz, ganz minimal kleiner Bereich. Wo wir es auch noch freigeben, ist sozusagen, wenn Leute beatmet werden müssen oder intubiert werden müssen, weil da einfach viel Aerosole entstehen. Aber sonst ist die FFP2-Maske selbst im Krankenhaus ein rares Gut. Und das eben aus der Erkenntnis heraus, dass eigentlich der Arzt oder die Pflegekraft oder der Psychotherapeut oder der Physiotherapeut, die tragen einen chirurgischen Mund-Nasen-Schutz, der Patient trägt das, soweit es geht, eben auch ein, dass diese beiden Maßnahmen in der Regel ausreichen. Und Frau Steinberg schreibt es auch, weil diese FFP2-Maske ist nicht so einfach über einen längeren Zeitraum zu tragen. Nach 25 Minuten fängt man da meistens an, doch schwerer drunter zu atmen. Und dann kann es auch sein, wenn man die zu lange aufhat, durchfeuchtet die und bietet auch weniger Schutz als eine chirurgische Mund-Nasen-Schutz, den Sie wieder auswechseln. Wenn denn der andere, immer wieder, ich wiederhole mich, keine Symptome hat, nicht die ganze Zeit hustet und auch keinen Hinweis dafür liefert, dass er Covid-positiv ist. Und diese Grundeinschätzung, die fällt halt so schwer, weil man eigentlich immer so ein bisschen aus den letzten Wochen glaubte, man hat es nur mit Covid-Patienten um sich herum zu tun. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Wir haben es zu 99, irgendwas aktuell mit Covid-Negativen zu tun. Und es geht vor allem darum, diesen einen halt eben nicht zu übersehen, der momentan vielleicht positiv sein könnte. Ne? Gut. Dann gehe ich die Fragen durch, Jeanette, oder wie soll ich? Ja. Okay. Zu draußen nochmal ganz kurz. Ja, draußen kann man auch zusammen singen, wenn man weiter auseinander steht. Das geht auch. Nur drinnen soll man nicht singen. Da hatten wir hier. Bei uns in der kann man nur summen. Das ist erlaubt. Summen mit Mundschutz. Aber draußen kann man auch singen, wenn der Abstand da ist. Gut, Frau Leder, Risikopatientin, Netzwerkbetreuerin. Ich hoffe, ich darf das so vorlesen, damit aber die anderen auch im Bilde sind. Ich weiß nicht, ob alle den Chat mitlesen. Die Kollegen kommen nicht mit Mund-Nasen-Schutz in unser Büro. Das müssen die auch nicht. Das heißt, theoretisch reicht es für die Hygienepläne innerhalb von Büroräumen, die Abstandsregeln, Mindestanzahl von Leuten und so weiter festzulegen. Also es gibt kein Regulativ, was sagt, in einem nicht öffentlichen Bereich, man müsse einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das ist einfach nur nochmal die Grundlage. Ne? Auch wenn man da vielleicht denkt, naja, es wäre doch ganz schön, es hätte jemand oder alle hätten das auf, aber es ist halt eben auch mal über den ganzen Tag auch gar nicht so einfach zu tragen. Und deshalb ist das auch prinzipiell nicht vorgesehen. Und jetzt geht es darum, inwiefern man in dem Fall jetzt Kontakt zu anderen hat, gerade auch, weil man dann wohl auch Hardware oder irgendwelche Gegenstände austauschen soll, ob man das mit Handschuhen tun muss oder nicht. Wir haben das so geregelt, aber das kennen Sie ja auch von den Supermärkten. Wenn man einen ganz hohen Kontakt hat mit anderen Leuten, dann findet das ja in den meisten Ebenen nur noch mit so einer Plexiglasscheibe statt. Ne? Das heißt, also wenn es wirklich so ist wie an so einem Tresen, wo die Leute vorbeigehen und die ganze Zeit
Publikumsverkehr herrscht und man auch nicht genau sagen kann, dass die Leute den Abstand einhalten oder man dann vielleicht schon deshalb nicht einhalten kann, weil man was austauscht, dann kann man aus Arbeitsschutzgründen momentan schon überlegen, ob man sowas nicht vorsieht. Ja, weil das halt auch jetzt keine Sache ist, die in 2 Wochen wieder vorbei ist, sondern wenn es heißt, der Arbeitsplatz muss so gestaltet sein und man kann das jetzt auch nicht ändern. Und da gibt es einen gewissen Publikumsverkehr und da gilt genauso, ob es jetzt innerhalb einer Firma ist oder mit externen, dass man da zu einem höheren Sicherheitsbedürfnis kommt, indem man zum Beispiel nicht die ganze Zeit Mund-Nasen-Schutz aufhat, sondern einfach mit einer Scheibe oder so getrennt ist von den anderen. Das ist eine Möglichkeit, die man mit der besprechen kann. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man gerade, wenn man auch vielleicht selber zu einem Risikokollektiv gehört, schon darum bittet, und das muss man dann mit seinem Arbeitgeber besprechen, dass die Leute, die in den Kontakt kommen, möglicherweise eben doch mit einer Mund-Nasen-Bedeckung und wenn sie es nur für diesen Kontakt aufziehen. Ja? Also es gibt durchaus ja Lösungen, die dann aber halt konkret für diese spezielle Situation vielleicht nochmal konkretisiert werden müssen. Aber wichtig ist, dass sich keiner da jeden Tag in so eine Situation begibt, wo er sich unwohl fühlt. Und im Moment ist es ja so, dass zum Glück wenige Atemwegsbeschwerden existieren. Aber ich erinnere immer dran, spätestens im August, September, Oktober werden wieder ganz viele Leute husten, schniefen. Und wenn wir da nicht eine Normalität haben und sagen, so ja, aber ich habe ja diese Schutzmaßnahmen und ich bin mir ja auch sicher, dass das jetzt da ist, dann wird noch viel mehr Unsicherheit entstehen, weil dann natürlich einmal wieder vor Augen geführt wird, ach guck mal, der ist aber gerade ordentlich gehustet. Ich habe jetzt keinen Mund-Nasen-Schutz aufgehabt, da ist auch keine Plexiglasscheibe, kriege ich jetzt Covid. Und da sollten wir so schlau sein, dass wir das in den nächsten Wochen klären, weil die Symptome werden wieder kommen, da sind wir uns ja ganz einig. Ne? Gut, wenn die Fragen nicht hinreichend beantwortet sind, bitte eine kurze Rückmeldung, dann versuche ich da nochmal nachzubessern. Gut. Und Multitasking ist ja auch immer nicht so einfach, gerade für das männliche Geschlecht. Von daher muss ich jetzt lesen und reden. Ne? Das ist ja was, wo ich mal gucken muss. So. Wo war ich jetzt? Marina schreibt in einem großen deutschen Unternehmen, ein weltweiter Krisenstab, Rückführung von Mitarbeitern. Genau, auch die haben FFP2-Masken. Ich bin überrascht, wie viele FFP2-Masken im Umlauf sind, aber das freut mich natürlich für die Bereiche. Was auch wichtig ist, es wird immer vergessen, wenn die ein Ventil haben, dann sind die natürlich für Leute, die symptomatisch sind, die stecken dann definitiv alle drumherum an. Ne? Also das muss man nur ehrlicherweise sagen, das Ventil ist nur für den, der es nutzt, eine Hilfe. Für alle drumherum natürlich nicht, weil die Ausatmung damit ordentlich kanalisiert durch dieses Ventil funktioniert und dass dann alle, die davor stehen würden, natürlich dann auf jeden Fall ein größeres Problem hatten. Wird in der Arbeit aber ein Mindestanstand von 3 Metern eingehalten, dann muss keine Maske tragen. Das ist prinzipiell auch so okay. Bei kleiner 3 Metern. Ja, ob ich es für übertrieben halte, ja, ich finde die FFP2-Masken im normalen Umfeld tatsächlich ein bisschen übertrieben, das gebe ich zu. Ich muss aber ehrlicherweise insofern immer so ein bisschen einschränken, wenn man zu der Risikogruppe gehört und man eigentlich versucht, maximalen Schutz zu erwirken, dann gibt es zwei Überlegungen. Das eine, dass man medizinisch empfiehlt und das andere, was ich verstehen kann. Und ich kann verstehen, dass man dann sich vielleicht eine FFP2-Maske aufziehen möchte, im engeren Kontakt mit anderen Leuten. Ich glaube, dass das vor allem eine Sache ist, die man vielleicht jetzt gar nicht unbedingt bräuchte. Da würde normaler Mund-Nasen-Schutz reichen, den man aber vielleicht dann wieder in den Mittelpunkt rücken muss, wenn es wieder Atemwegsbeschwerden gibt. Da zählt aber die Grippe ganz genauso dazu. Und ich habe ja immer auch so das Gefühl, wir machen jetzt ganz neue Sachen, aber es wäre ja niemand auf die Idee gekommen, eine FFP2-Maske für Grippe vor einem Jahr aufzusetzen. Oder ganz wenige, sagen wir es mal so. Und hier haben wir zum Beispiel im Krankenhaus genau die gleichen Regularien, dass auch die Leute, die ganz eng mit Grippekranken zu tun haben, die haben eine FFP2-Maske auf, aber nur bei den Grippekranken. Sonst laufen auch in der Grippesaison bei uns ja auch alle ohne FFP2-Masken rum. Und deshalb, glaube ich, ist es so ein Mittelding zwischen höherem Sicherheitsbedürfnis. Aber wahrscheinlich im Moment ist es ein bisschen zu viel der Sicherheit mit der FFP2-Maske. Das würde ich schon so sehen. Gut. Ja? Wenn ich kurz nochmal, dieser Mindestabstand von 1,5 Meter. Ja. Es gibt ja auch in anderen Ländern, da ist der Sicherheitsabstand 2 Meter. Und wie Marina schreibt, die sagen sogar 3 Meter. Ach so. Wie hat man sich denn eigentlich, also warum sagt man bei uns 1,5 Meter und in anderen Ländern 2 und
manche sagen sogar 3 Meter. Gibt es da irgendwelche Daten, gibt es Studien, die gezeigt haben, dass diese... Ja, es sind ja diese Messungen, die mal gemacht wurden wegen Partikelgröße und wie lange die brauchen, bis sie wieder runterfallen und solche Geschichten, ne? Und bei uns sind es 2 Meter im medizinischen Bereich, weil wir sagen, wir müssen noch ein bisschen, also das sind schon auch, man muss fairerweise sagen, aktuell sind viele dieser seit Jahren auch in vielen Hygieneplänen feststehenden, aber nicht richtig gut untersuchten Dinge auf dem Prüfstand. Also wenn Covid auch was Gutes hat, dass man jetzt auch mal versucht, diese am Anfang ja von vielen auch ein bisschen willkürlich wahrgenommenen Regelungen jetzt mal zu hinterfragen, im Sinne von, gibt es dafür überhaupt eine Evidenz und wäre es nicht auch mit einem Meter okay? Ja, und deshalb 3 Meter habe ich jetzt so ein bisschen überlegen, das stimmt, 3 Meter habe ich nirgends bisher als entscheidend gesehen, sondern wir gehen immer von diesen 1,5 bis 2 Metern eigentlich aus. Und ich weiß nicht, warum jetzt jemand davon abweicht, weil da limitiert man sich ja irgendwo, ohne dass man jetzt eine Evidenz hätte, dass es sein müsste. Ne? 3 Meter sind in vielen Betrieben schon viel schwieriger einzuhalten und wird eigentlich auch von keiner Fachgesellschaft momentan empfohlen. Ne? Kontrolluntersuchungen, zum Beispiel Beatmungskontrolle stationär, gefahrenfrei durchzuführen. Oder sollte man das nur tun, wenn am Gerät was eingestellt werden sollte? Oder besser jetzt? Ja, tatsächlich würde ich durchaus dazu tendieren, die jetzige Phase eher, wenn sowas vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Setting das gemacht wird, ob das eh 1-2 Mal im Jahr gemacht wird, eher jetzt zu tun, als im Herbst zu tun zum Beispiel, wenn es da die Option gibt. Weil ich schon, wie gesagt, aus dem, was ich gerade auch schon erzählt habe, mit den vielen Testungen, den negativen Tests, der niedrigen Fallzahl in Gesamtschleswig-Holstein, eigentlich glaube, dass man das jetzt sehr gut durchführen kann. Und dass auch gerade im Moment viele von den Krankenhäusern und den Zentren auch noch gut drauf eingestellt sind. Die Schwierigkeit wird immer sein, jetzt im Juni, Juli, August, das auf gleich hohem Niveau bei allen Mitarbeitern immer noch so auf dem Schirm zu halten, dass die sich an die Abstandsregeln halten, den Mundschutz aufziehen und so weiter. Also im Moment sehe ich wirklich für solche Kontrollen eine sehr geringe Gefahr und glaube auch, dass das gut und verantwortungsvoll durchführbar ist. Ich hätte auch noch 2 Fragen. Mhm. Die eine Frage wäre, ich arbeite als Psychotherapeutin in einer Beratungsstelle und noch haben wir keinen Person, also Kontakt, keinen persönlichen Kontakt, aber das wird jetzt auch bald kommen. Und wenn es da nicht die Möglichkeit gibt, aufgrund der Gegebenheiten dort, den Mindestabstand in einem Raum einzuhalten, hilft es dann was, wenn man, ich habe gehört, wenn man gut lüftet und Ventilator benutzt, dass das dann hilfreich sein kann? Also es trägt beides dazu bei, dass das Lüften ist definitiv effektiver als der Ventilator, weil der Ventilator verstreut es eigentlich nur im Raum, während das Lüften wirklich dazu führt, dass es verdünnt wird und am Ende die Infektionsdosis geringer wird. Das schafft der Ventilator in der Regel nicht. Und was man auch sagen muss, gerade bei Risikogruppen würde ich mich auf solche Kompromisse auch ganz schwer einlassen können, weil das sind alles nur Zusatzmaßnahmen, aber die Grundmaßnahmen, wie diese Abstandsregel, Mundschutzgeschichte, das sind die mit den größten Effekten. Ja, das heißt, das andere ist eigentlich eher so eine zusätzliche Geschichte. Und dann wäre zu prüfen, wie weit man halt andere Modelle noch überlegen kann, um vielleicht, wie gesagt, wenn man sich kurz trifft und hat nur 2-3 Minuten in so einem Raum, ist es nochmal was anderes, als wenn man halt für eine Stunde zusammensitzt in einem überfüllten Raum. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch an der Uni Regelungen von maximal 2 Personen pro 10 Quadratmetern, wenn das nicht über ein gewisses Maß hinausgeht, sonst ist es nur 1 pro 10 Quadratmeter. Das ist schon relativ viel Platz, der da so eine Person verbraucht. Da können Sie größere Treffen oder so nicht machen in den Strukturen, die es hier so gibt. Und ja. Von daher glaube ich, ist das auch ein wichtiger Punkt, den man einfach auch dahinter sollte man nicht zurückgehen. Das heißt, Luftzentren ja. Verdünnen nicht die Partikel. Nochmal bitte. Dass durch die Luftzirkulation an sich die Partikel selber verdünnt werden und austrocknen. Ja, aber das ist eine Diskussion, da muss ich sagen, das sind halt ganz viele so in der Vergangenheit, hatten wir auch hier viel im Krankenhaus, dass die Frage ist,
könnte ich nicht durch zweite und dritte und vierte Maßnahmen noch einen Einfluss haben? Ja, könnte ich, aber ich würde trotzdem sagen, das wäre nicht so stark, dass ich damit jetzt glauben würde, das Problem sei behoben. Wenn die zu eng sitzen, die Leute, wenn sie zu nah aufeinander sind, wenn sie, ist das selbst mit Ventilator nicht die beste Lösung. Okay. So rum vielleicht, ne? Und meine zweite Frage wäre, weil ich auch eine 24-Stunden-Assistenz habe. Mhm. Und da gibt es natürlich immer so ein Restrisiko. Mhm. Und ich habe auch gehört, dass es durchaus sein kann, dass bald auch Schnelltests zur Verfügung sind. Ist das so, dass man damit rechnen kann, dass man, bevor die Assistentin zum Beispiel zum Dienst kommt, das testen lassen könnte? Also ich denke, auf einer täglichen Basis wird das noch so schnell nicht kommen, weil diese Schnelltests tatsächlich nicht aussagekräftig genug sind. Ist diese 24-Stunden-Assistenz häufig, also wie viele verschiedene Personen sind das, sage ich mal, die da kommen? 7 bis 8 Personen. 7 bis 8 Und da durch die Lockerungen sind die natürlich nochmal jetzt mehr gefährdet und ich auch dadurch. Mhm. Also da in so einem Setting ist genau das eine ganz, ganz wichtige Vertrauensbasis, halt auch im Gespräch zu klären, dass, ich weiß, wie theoretisch das manchmal klingen mag, wenn halt, was wäre, wenn jetzt da jemand Schnupfen hat, dann würde er am nächsten Tag sagen, ich komme nicht, aber wer springt dann ein und wer kommt dann stattdessen? Und das, ich kann ja nur argumentieren momentan, was man versuchen sollte einzuhalten und auch die Frage, ob man dann in so einer Situation tatsächlich auch eben versucht, je nachdem, was für Erforderlichkeiten da sind, auch bei der körperlichen Pflege oder bei Dingen, die wirklich gemacht werden müssen, direkt unter Nicht-Einhalten des Abstandes, dass man dann zum Beispiel eher versucht, da gewisse zusätzliche Maßnahmen zu machen. Ja, was die Masken angeht, was aber, das haben Sie bestimmt ja ohnehin schon, mit den Desinfektionsmöglichkeiten angeht. Aber eigentlich müsste auch mit dieser Versorgung geklärt werden, dass halt wirklich, und das ist das, was ich vorher meinte, auch mit dem Pflege, mit dem Pflegenden und denen, die im Pflegeheim generell unterwegs sind, es wäre schon gut, wenn dieses Personal einmal die Woche einen vernünftigen PCR-Test kriegen würde aktuell. Das wäre schon so eine niedrigschwellige Testung, die einfach das mit abdecken würde, dass die natürlich im häuslichen Umfeld, in ihren freien Zeit natürlich ein anderes Risiko haben als das, was sie jetzt tagsüber haben. Und das sollte natürlich nicht in keinster Weise dann eingetragen werden. Ne? Und aber deshalb stellt sich ja die Kostenfrage. Das meinte ich vorher mit diesen asymptomatischen Tests. Also es ist ein bisschen Druck jetzt aufgebaut worden, dadurch, dass man gesagt hat, wenn wir jetzt zu einem normalen Betrieb, sage ich mal, von 80-90% der Wirtschaft kommen wollen, aber gleichzeitig die Risikogruppen extrem schützen wollen, dann müssen wir in diesen Risikobereichen viel mehr testen. Punkt. Das heißt, wir müssen also praktisch Leute, die diese Schwelle überschreiten zwischen Normalbetrieb und Risikogruppen, dass die eigentlich, das gilt für uns auch im Krankenhaus ganz genauso, dass die alle Woche, alle 2 Wochen getestet werden und dass die auch eine klare Ansage haben, dass sie eben bei Symptomen nicht einfach weiterarbeiten können, sondern dass sie da eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit möglicherweise auch haben. Nicht für sich selber, vielleicht fühlen sie sich dann noch gut, sondern zum Schutz der anderen. Das ist das Entscheidende. Und das ist natürlich ein Umdenken, weil das hat momentan weder die Krankenkasse auf dem Schirm, noch hat es sozusagen jemand von den Kosten als präventive Maßnahme bisher akzeptiert, dass jemand wegbleibt, damit er jemand anderen schützt. Das ist ein Umdenken, was durch diese ganze Geschichte jetzt losgeht. Das heißt, verantwortungsvoll ist dann nicht, und das ist ja genau das, diese Person wird ja kommen, weil sie betreuen möchte, weil sie ihnen helfen möchte den Tag über. Aber die sollte das halt dann nicht tun, wenn sie praktisch Symptome hat. Und dann kriegen wir eine andere Form von Diskussion da rein. Dann müssten wahrscheinlich mehr Leute in diesem Bereich arbeiten. Es müsste mehr vorgehalten werden. Das sind ganz schwierige Diskussionen, die man aber, glaube ich, führen muss. Ich will sie jetzt damit nicht belämmern, aber wir haben ganz viel über Intensivkapazitäten gesprochen die letzten Wochen. Die sind maximal aufgebaut, aber wir haben ja nicht eine Pflegekraft mehr. So, was bringen uns jetzt diese Hunderte von Intensivbetten? Das ist schön, die zu haben. Aber die können wir nur betreiben, wenn wir das Krankenhaus sonst zumachen. Das wollen wir aber zukünftig ja nicht mehr. Wir wollen ja Normalbetrieb im Krankenhaus haben und wir wollen aber trotzdem, wenn Covid-Fälle auftreten, die möglichst gut betreuen. Also was müsste man machen? Man müsste viel mehr Geld in den Sektor Pflege und Betreuung stecken,
damit dann auch Leute, die dann Symptome haben, mal für einen Moment wieder raus können. Weil wenn jetzt momentan hier jemand von der Pflege oder von der Physiotherapie oder was auch immer krank wird, dann fällt diese Leistung einfach schlichtweg aus. Ja, das heißt, das ist eigentlich die eigentliche Erschwernis momentan. Und das betrifft natürlich gerade auch so Bereiche wie 24-Stunden-Pflege, dass da natürlich ein viel besserer ausgestatteter Pool da sein müsste, um eben auch Risikogruppen besser zu schützen, aus meiner Sicht. Ne? Eine Frage, weil wir sagen jetzt immer, es ist kritisch, dass jemand, der Symptome hat, zu Hause zu bleiben. Das klingt so ein bisschen so, als ob man nur ansteckend wäre, wenn man Symptome hat. Ist das so? Was ist denn mit denen, die quasi asymptomatisch sind, aber positiv? Also das sind auch noch Fragen, die nicht zu 100% geklärt werden. Die größeren Infektionsketten sind sicherlich durch symptomatische Patienten entstanden. Das ist einfach so. Allein von der Physiologie her mehr Aerosol, stärkere Verbreitung. Bei Kindern ist natürlich schon beschrieben, dass die auch als asymptomatische auch übertragen können. Aber im Verhältnis, also wenn man jetzt einfach sich das Risiko anschauen will, dann sind das die symptomatischen, die den Hauptteil der eigentlichen des Eintrags einfach liefern. Und man sollte daraus jetzt nicht den Schluss ziehen, bloß weil es asymptomatische gibt, die auch übertragen können. Ich muss mich jetzt vor jedem fürchten, weil theoretisch jeder Asymptomatische können natürlich auch die Erkrankung in sich tragen. Aber dann sage ich wieder, der Asymptomatische sollte auch nicht näher als 1,5 Meter an einen rankommen in der Regel. Und dann könnte er, selbst wenn er das Virus hat, würde er nicht zu einer Übertragung führen. Das ist genau dieses immer gleiche Spiel, dass man sagt, der Symptomatische, der könnte vielleicht sogar mal die 1,5 Meter übertragen, ja, wenn er einen Hustenstoß hat ohne Maske und der andere hat auch keine Maske auf, deswegen diese Maskengeschichte. Der Asymptomatische aber, der hat das vielleicht irgendwo im Rachen sitzen, aber wie soll das dann die 1,5 Meter überwinden, wenn er gar keinen Husten hat zum Beispiel, also asymptomatisch ist. Und ich glaube, diese Normalität, die muss man sich einfach klar machen, dass da nicht das Risiko ausgeht, wovor man Sorge haben muss. Und das sind auch nicht massenhaft Fälle beschrieben, die so sind. Man muss natürlich sagen, in den Medien werden die Fälle natürlich rausgekitzelt. Das heißt, es gab doch mal einen, der hatte nie Kontakt gehabt und war nie, ja, das ist richtig, das gibt es aber für jede Form der Erkrankung. Und wenn wir darüber reden, was sind reale, jetzt gerade auch in Schleswig-Holstein, vorhandene Risiken, dann spielt das aus meiner Sicht momentan keine Rolle. Vielleicht auch nochmal ganz kurz, es gibt ja in Lübeck diese ELISA-Studie, die hat jetzt fast 3000 Probanden eingeschlossen, die alle aus der Population, die durften sich melden, von jung bis alt, durch alle verschiedenen Kategorien des Berufslebens. Die haben alle einen direkten Test gekriegt mittels PCR und kein einziger ist positiv. Also wir haben nicht nur im Krankenhaus keinen Positiven gefunden, wir haben auch in der Lübecker Bevölkerung bisher einfach so, finden wir keinen. Ja, das heißt, deshalb sind das schon ganz wichtige Dinge, die man sich auch klar machen muss, dass diese zwei Kombinationen, sehr niedriges Infektionsgeschehen allgemein plus Schutzmaßnahmen, aktuell die größtmögliche Sicherheit wirklich sind, die man so haben kann. Also wir haben eigentlich ein sehr positives Geschehen für diese Erkrankung im Moment. Aber die Sorge, die hängt natürlich noch immer über uns allen nach den ganzen Maßnahmen der letzten Woche. Ne? Da war nochmal eine Nachfrage zu der Geschichte mit der Plexiglasscheibe von Frau Leder. Will ich nur ganz kurz noch ergänzen. Moment. Anzahl der Personen in einem Raum berechnet. Wie ist das Verhältnis zur Raumgröße? Und wird es anders berechnet, wenn der Raum höher ist? Nee, also es geht nicht nach Kubik, sondern es geht nach Fläche. Das heißt, es ist egal, wie hoch der Raum ist, sondern es geht wirklich darum, wie viel Platz man hat. Also man kann es auch so ein bisschen mit diesen 1,5 Metern eigentlich wieder erfassen. Man braucht eigentlich gar nicht die Raumgröße. Man sagt einfach, da passen ja in dem Abstand von 1,5 Metern auch nicht mehr als zwei Leute rein. Das wäre so die Maßgabe, die da geht. Und was Sie schon könnten, ist, wenn das unterschritten wird, dahin geht, glaube ich, die Frage, dass man dann eben diese Kontakte mit Mund-Nasen-Schutz macht, als Risikogruppe allemal. Ja, da würde ich das wahrscheinlich auch fordern, wie ich schon gemeint habe, dass man sagt, das ist ein Schutz, der eigentlich vom Arbeitsschutz kommen muss, dass man sagt, das ist jetzt in der aktuellen Zeit nicht anders zu machen. Darf ich Sie ganz kurz eine Sekunde auf lautlos stellen, weil ich muss einmal ganz kurz ans Telefon gehen. Es tut mir leid. Entschuldigung. Nee, kein Problem. Jan, wir haben ja auch nicht mehr lange. Wir haben noch drei Fragen, gerne, drei, die wir gerne noch beantworten. Einmal,
von der Familie Leine. Die kommt aus dem Chat, da geht es um den Sohn, 10 Jahre alt, mit einer Bethlehemmyopathie. Und da sind die Schulen in Sachsen jetzt hier wieder geöffnet. Es gibt keine Distanzregeln, keine Maskenpflicht. Ist da, wie ist das mit dem, ich denke, der Sohn möchte zurück zur Schule. Mhm. Ja, wie verhält man sich? Ich meine, das ist ja auch eine ganz allgemeine Frage. Mhm. Wenn man selbst, jetzt sagen wir mal, auch ich bin im Homeoffice, wenn ich jetzt mich einfach aus Angst doch noch nicht so nach draußen traue, habe ich dazu ein Recht? Oder wie ist das beim Kind mit der Schulpflicht? Ja. Verhält man sich da? Also ich finde es in der Tat auch ein bisschen schade, oder wie soll ich es nennen? Also generell haben hier in Schleswig-Holstein, kann ich nur sagen, alle Schulen eine klare Ansage gekriegt, die sie dann lokal verändern können, wie sie aber das umsetzen müssen, dass gerade jetzt in der Anfangsphase für alle Kinder ein gewisser Schutz entstehen kann. Und das scheint ja zumindest hier in dieser Grundschule nicht zumindest komplett durchdacht worden zu sein, oder auch zumindest, dass es nicht einfach ist in Schulen, sind wir uns alle klar. Aber gewisse Regeln muss es auch da geben, gerade jetzt am Anfang, um eben auch zu sagen, können nicht nur die Gesunden dahin, sondern es können auch die möglicherweise ein größeres Risiko haben. Darum geht es ja eigentlich auch in der Frage. Und also da würde ich jetzt eher so nicht als Mediziner, sondern vielleicht als Vater antworten und sagen, ich würde wahrscheinlich mit der Lehrerin mal besprechen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, die in der Klasse einfach ein gewisses Maß an Regeln einzuhalten, damit es halt möglich ist. Ich weiß, wie schwierig das manchmal ist, wenn man dann als stigmatisiert gilt, weil man das jetzt wegen dieser einen Person da einführt. Aber auf der anderen Seite ist es ja genau das, was wir auch jetzt in der Stunde schon ganz häufig hatten, dass es halt nun mal in dieser aktuellen Situation davon abhängt, dass alle sich darum kümmern, damit halt gerade auch die Risikogruppen auch ein ganz vernünftig normales Leben wieder führen können. Und ich glaube, in der Regel, dass sogar gerade in dieser Altersstufe noch ein gewisses Verständnis dafür da wäre, zu sagen, wir haben da eine, wie auch immer in der Klasse, Situation oder im Pausenhof gewisse Regeln, um das dann wieder möglich zu machen. Das mit dem Mundschutz ist tatsächlich auch bei uns hier in den Grundschulen zum Teil freigestellt. Aber was nicht freigestellt ist, sind die tatsächlich Besetzungen der Klassen aktuell, dass praktisch nur die Hälfte der Klasse beschult wird, dadurch mehr Raum entsteht, dass da so gar keine Regeln bestehen, wundert mich etwas. Ja? Und gerade, dass man das vielleicht nach den Sommerferien anstrebt, da bin ich ganz dabei. Aber ich würde jetzt schon auch von jeder Schule am Anfang so ein bisschen verlangen, auch aus eigenem Interesse, das jetzt nicht komplett aufzulösen und zu sagen, wir machen es wieder wie vorher, sondern eher mit einer dosierten halben Mannschaftsstärke zu starten, damit eben alle damit dran teilnehmen können und sich dabei auch sicher fühlen. Das tut man natürlich nicht, wenn man jetzt einfach wieder alle zusammenfercht und sagt, es geht wieder weiter wie vorher. Das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Und wundere mich auch, ich kenne jetzt den Landeserlass Sachsen nicht, aber ich kann gerne nachher nochmal nachschauen, ob es da so drin steht. Würde mich aber wundern, ich glaube, das wäre das einzige Bundesland, was es so komplett freigegeben hätte. Ja. Und dann war eine andere Frage, war zum Beispiel, was ist das, eine schon länger geplante Flugreise Ende des Jahres? Wie sieht das denn mit Flugreisen aus? Ja, wenn man das wüsste, ne, dann, wäre man schon. Bei Flugreisen halte ich mich momentan total zurück. Das gebe ich ganz offen zu, weil es eigentlich so ist, dass zunächst mal, das sagen die Fluggesellschaften ja selber, die müssen auch nochmal klären mit ihrer Umluft und dem ganzen Zeug, was glauben wir denn eigentlich, was ist die Sicherheit an sich, wenn da ein Positiver drin wäre. Und dann hat es viel damit zu tun, da gab es eine Diskussion, dass ja schon manche gesagt haben, ihr könnt ja wieder starten, ihr könnt aber nur die halbe Maschine vollsetzen. Dann sagen die Fluggesellschaften, brauchen wir nicht anfangen, weil es nicht wirtschaftlich, das heißt, wir können das nicht machen. Deshalb, ich glaube, da werden aber aus meiner Sicht in den nächsten 2-3 Wochen schon, weil auch der Urlaub steht jetzt an, da ist so ein hoher Druck, da werden wir in 2-3 Wochen mehr wissen, was zumindest die Regularien sind. Und ja, wenn man das von der Atmung her hin kann oder ab kann und Risikogruppe ist, würde ich mit einer FFP2-Maske fliegen, wenn Sie mich jetzt nicht zitieren, vielleicht schon. Ja? Weil einfach in dieser Geschichte eines Flugzeuges mit engem Raum und doch nicht so viel Abstand, da sind halt einfach Infektionen beschrieben. Auch bei SARS schon, bei dem ersten SARS-Virus 2003 und 2004. Da gibt es ja schöne Berichte, eine Reihe davor und eine Reihe danach. Die hatten dann auch SARS, aber die dritte und vierte Reihe danach hat es nicht mehr. Ja? Also das heißt, da gibt es schon so ein bisschen Daten auch dazu. Wenn das aber durch die Abstandsregeln und so weiter aufgehoben wird, weil man einfach sagt, es sind wirklich nur jede dritte Reihe besetzt,
dann glaube ich, wird es eine relativ hohe Sicherheit geben. Diese Fiebermessungen auf dem Flugplatz und so weiter, die haben sich als nicht wirklich tragfähig erwiesen, sind aber schön als Außendarstellung meistens. Aber da werden ganz wenige nur rausgefischt. Und auch nochmal zurückkommend, wenn Sie eine Urlaubsreise gebucht haben und sagen, aber treten Sie die nicht an, wenn Sie Fieber haben oder husten, dann kann jeder mal so für sich fragen, wie sehr die Toleranz da wäre, zu sagen, ja stimmt, ich habe jetzt einen Kratz im Hals, ich fliege jetzt nicht. Also da würde ich glauben, dass die Eigenverantwortung von vielen, da will ich jetzt aber nur denken, dass da viele sagen, ja, das wird schon gehen und wenn ich dann im Süden bin, wird es ja auch besser wahrscheinlich von der Luft her und so weiter. Da muss man seinen Eigenschutz irgendwie hoch, also gerade als Risikogruppe wahrscheinlich höher setzen als das, was sonst so ist, weil viele Leute einfach unterwegs sein wollen dann. Ja? Und deswegen glaube ich, wird es da auch viele Regularien geben. Eins könnte auch sein, dass jeder, der reisen will, zumindest bei Fernreisen einen Test haben muss vorher, innerhalb von 48 Stunden. Auch das würde mich nicht wundern, wenn sowas kommt. Ja, das ging also für mich, geht nicht um eine Urlaubsreise, sondern eine notwendige, und zwar innerhalb Europas. Ja. Und ja, letztendlich die letzte Alternative wäre natürlich der Verzicht und die Dinge versuchen anders zu regeln. Aber ich habe Sie so verstanden, eigentlich erst mal abwarten, nicht? Ja, also ich habe das auch gar nicht so sehr, aber wenn Sie halt im Flugzeug sitzen, sitzen viele drin, die vielleicht den Flug für eine Urlaubsreise oder woanders hin nutzen. Und die haben ja nicht das Risikobewusstsein häufig dann wie Sie selber. Das meinte ich, dass das Risiko dadurch steigt, ja, dass die einfach mal wieder endlich eine Städtereise machen wollen. Und dann sagen, ja, ich weiß ja, ich sollte mit Husten, Schnupfen nicht reisen, aber der Flug ist halt jetzt gebucht, wir waren so lange schon nicht mehr unterwegs. Und dann muss es ein Konzept geben, was trotzdem greift und was praktisch vielleicht dann mit diesem Test vorab oder das nochmal gefragt wird. Ein Restrisiko bleibt da leider, weil es eine subjektive Einschätzung auch häufig ist von diesen Personen. Und dann bleibt am Ende wieder nur der Abstand und die Maske. Und deshalb wollte ich nur sagen, wenn man dann für einen begrenzten Zeitraum vielleicht doch eine FFP2-Maske als Risikogruppe trägt, dann könnte ich das durchaus verstehen. Ja, danke. Mhm. Vielen Dank. Ja, wir sind jetzt auch über die Zeit. Jan, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, du hast uns sehr geholfen. Ja, ich hoffe. Ja, doch, ich glaube schon. Und vor allen Dingen, also zumindest mir, und wir haben das eben, wo du kurz weg warst, kurz besprochen, also so ein gewisses auch Gefühl der Erleichterung gegeben, um einfach mal das Risiko, das individuelle Risiko besser abschätzen zu können. Und also ich kann sagen, ich gehe ein bisschen beruhigter ins Wochenende und in die nächste Woche. Und ich glaube, das geht einigen von uns so, zumindest aktuell. Wie das in 4 Wochen, in 6 oder 8 Wochen aussieht, wissen wir nicht. Aber im Moment, glaube ich, hast du uns einen ganz guten Schritt Optimismus verpasst. Also es steht auch gerne das Angebot, wenn es von Hilfe ist oder hilfreich wäre, das Ganze mit Beginn der Herbstsaison oder was auch immer oder je nachdem, wie sich das entwickelt, auch nochmal zu wiederholen. Vielleicht sind es dann neue Fragestellungen, aber es gibt dann auch andere Testmöglichkeiten und andere Abläufe vielleicht. Das können wir gerne nochmal machen. Ja, da wären wir dir sehr dankbar. Mhm. Vielen Dank. Gut, dann, prima. Gut, dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Ja, ebenso. Ja, auf jeden Fall. Jo. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.